Es mag in diesen Tagen düster erscheinen, wie die Nachrichten über ARK die Emotionen der Menschen online beeinflussen können. Spieler fühlen sich schon immer nah mit ARK verbunden. Und manchmal, wenn sich Menschen Sorgen machen, wissen sie nicht, wie sie es zeigen sollen. Dann werden sie wütend und das führt zu einer Kettenreaktion. Ich bin nicht wütend, ich bin nicht einmal enttäuscht über die Dinge, die passieren, denn ich bin hier seit 2015. Das war schon immer so, wie es jetzt ist. Nichts von dem, worüber wir uns gerade streiten, hat sich geändert. Und es würde für mich überhaupt gar keinen Sinn ergeben, so zu tun, als wenn sich was verändert hätte. Wir hatten schon immer Verzögerungen, wir hatten unklare Pläne, wir hatten wenig bis gar keine Kommunikation und dennoch spielten wir weiter ARK. Nun ja, ich spielte weiter ARK. Ich habe meine Erwartungen an dem orientiert, was wir bekommen haben. Daher hat sich für mich erstmal nichts geändert. Content ist dann fertig, wenn er fertig ist. Ankündigungen sind erstmal nur so grobe Richtwerte. Und das passiert so seit fast 9 Jahren. Wir kennen das Prozedere. Die Gaming-Branche befindet sich momentan allgemein in einer schlechten Verfassung. Unternehmen leiden, nicht nur die finanziellen Probleme rund um Wildcard und Snail, die zu dem toxischen Nitrado-Vertrag geführt haben, aber generell müssen Unternehmen und Gaming-Studios Einschnitte machen. Nitrado hat gerade seine komplette spanischsprachige Content-Creator-Community rausgeworfen. Angesichts der Tatsache, dass die spanischsprachige Community eine der größten ist, kann das nur bedeuten, dass auch Nitrado finanzielle Probleme hat. Es gab, glaube ich, allein diese Woche rund 3 große Entlassungswellen in großen Unternehmen. Und es ist erst Mittwoch. Was wir jetzt sehen, ist ein gigantischer Wandel in der Gaming-Branche. Und dann sehen wir auch neue Spiele auftauchen. Indie oder kleine Studios veröffentlichen Spiele, die auf einem ehemals sehr gesättigten Survival-Spielemarkt, der in den letzten 10 Jahren stagnierte, plötzlich ein erfolgreiches Spiel nach dem anderen hervorbringt. Das Ding ist aber der Impuls für neue Spiele, für frische Ideen. Kann nicht von Studios kommen, die keine Indie-Studios sind. Es funktioniert einfach nicht. Sobald man Investoren und Aktionäre hat, sind die getroffenen Entscheidungen geschäftlicher Natur. Die Veröffentlichung eines schlechten Spiels kann ein AAA-Studio in den Bankrott treiben. Ein schlechtes Spiel, nur eins, kann zu Massenentlassungen führen. Das führt dazu, dass Unternehmen den sicheren Weg gehen. Unternehmen gehen keine Risiken mehr ein und treffen Entscheidungen, die Geld einbringen. Oft nicht mal, um jemanden reich zu machen, sondern einfach nur, um den Laden am Laufen zu halten. Und wenn man ein Indie-Studio ist, dann kommt viel von dem Geld, was man ausgibt, aus eigenen Mitteln. Manchmal hat man Glück wie Enshrouded, die Geld aus staatlichen Mitteln bekommen können. In Deutschland versuchen wir, Spiele finanziell zu unterstützen, die Arbeitsplätze für die Gaming-Branche in Deutschland schaffen. Aber nicht jedes Unternehmen kann die Mittel bekommen. Und die Beiträge, die Unternehmen erhalten, werden immer mehr reduziert. Die Mittel für 2024 waren bereits im November 2023 aufgebraucht. Es ist eine gute, aber auch gleichzeitig schlechte Zeit, Spiele zu machen. Eine gute Zeit, weil viele große Unternehmen seit vielen Jahren keine Risiken mehr eingegangen sind. Die Leute sind frustriert über Spiele, auf die sie gewartet haben und die sie dann endlich bekommen haben. Ich sehe das in den meisten Fankreisen und Gaming-Communities. Wirklich jeder ist unglücklich. Aber es ist vor allem eine gute Zeit, Spiele zu machen, wenn man ein Indie-Studio ist, weil die Spieler nach guten Spielen dürsten. Die Leute wollen mehr Inhalte, die Leute wollen Wow-Momente erleben, die sie sprachlos zurücklassen und vorfreudig machen. Aber ich denke auch, dass die meisten von uns heutzutage sehr zynisch sind. Und wir uns nicht einmal mehr freuen würden, wenn es ein Spiel gäbe, das uns den Wow-Moment geben würde. Ein erfolgreiches Spiel ist ein kontroverses Spiel. Werden Spiele öfter verkauft, wenn sich die Leute darüber streiten oder streiten sich die Leute über erfolgreiche Spiele? Vielleicht ist es ein bisschen von beiden. Aber wenn wir uns anschauen, wie die Gaming-Branche derzeit aussieht, sollten wir wahrscheinlich für jedes Spiel, das jetzt gerade kämpft und am Ende des Jahres immer noch da ist, dankbar sein. ARK muss Geschäftsentscheidungen treffen und Entscheidungen für den Spieler als großes Unternehmen treffen und dabei herausfinden, wie man einen Einkommensstrom hat. Denn man kann nicht einfach immer nur Geld ausgeben, ohne es wieder reinzubekommen. Gaming ist eine Branche, es ist ein Geschäft und du bist der Kunde. Und wenn wir jetzt so tun, als wäre das nicht so, hilft es dieser Diskussion überhaupt nicht. Unternehmen richten sich nicht nach den Gefühlen einzelner Personen aus, sondern nach der Aufrechterhaltung des Geschäfts, es am Laufen zu halten und auch Gewinne zu machen. Gaming-Unternehmen sind keine gemeinnützigen Organisationen. Ich habe früher in sozialen Medien für Unternehmen gearbeitet. Ich weiß, wie die Kommunikation in Unternehmen mit vielen Verantwortungsebenen funktioniert. Du möchtest etwas mit deinen Kunden kommunizieren, aber diese Nachricht durchläuft 2 bis 3 Instanzen der Genehmigung. Jede Instanz, oft nicht in Kommunikation geschult, ändert die Nachricht ein wenig. Nach einer Woche oder ein bisschen länger bekommst du dann diese genehmigte Version zurück und nichts von dem, worüber du sprechen wolltest, ist in der Nachricht übrig geblieben. Das "Wir möchten uns für das, was passiert ist, entschuldigen und wir möchten Ihnen mitteilen, dass uns unsere Kunden am Herzen liegen" verwandelt sich in
Wir sind der Marktführer und alle unsere Produkte sind von hoher Qualität. Und das ist kein fiktives Beispiel. Das ist in meinem Job passiert und es war frustrierend. Denn am Ende bist du nur die Person, die auf den Senden-Knopf gedrückt hat. Aber die Leute werden diese Nachricht mit dir, dem Community Manager oder dem stellvertretenden Community Manager in Verbindung bringen. Die Leute werden deine Fähigkeiten, dein Recht auf diesen Job und deine Integrität in Frage stellen. Und du hast keine andere Wahl, wenn du diesem Job bleiben willst. Die Kommunikation mit Spielern, mit den Kunden, ist das, was du siehst, und die Schuld ist leicht bei der ersten Instanz zu finden. Aber fast immer ist die Instanz, die sich entscheidet, nicht die Wahrheit zu kommunizieren, diejenige, die die Schuld trägt. Und diese Leute sitzen normalerweise nicht in den Positionen der Community Manager. Und du kannst mir glauben, das ist nichts, was sich mit einem neuen Community-Team ändern wird. Es wird sich nicht ändern mit mehr Lärm, mehr Beleidigung oder mehr Bedrohung. Es wird die Spieler und die Kunden nur zu denen machen, der Gruppe, vor denen das Unternehmen seine Mitarbeiter schützen muss. Und auf diese Weise kann überhaupt gar keine Kommunikation stattfinden. Kleine Studios werden oft für ihre Kommunikation mit den Spielern oder den Kunden gelobt. Aber der eigentliche Grund dafür ist, dass der Schutz der Mitarbeiter vor Bedrohungen oder Schäden noch nicht das Thema war. Vergiss nicht, Wildcard war früher eines dieser offenen Unternehmen. Sie haben abends mit der Community und ihren Spielern gezockt, sie haben in Chats und Streams gesessen. Sie waren in der Community involviert, bis die Interaktion mit der Community zu einem Unternehmensrisiko wurde. Das ist eine Phase, durch die fast jedes Unternehmen gehen muss, wenn sie gewachsen sind und auf dem Weg Probleme hatten, die Leute unzufrieden gemacht haben. Manche Leute kennen eben keine Grenzen und die gesundheitlichen Risiken und Sicherheitsbedenken von Mitarbeitern als Teil ihrer Rolle in einem Unternehmen sind ein rechtliches Risiko. Und das bedeutet, einige von euch sind ein rechtliches Risiko. Persönlich sehe ich keine Chance mehr, eine andere Art der Kommunikation zu bekommen. Warum? Weil es für die Personen, die diese Arbeit machen, zu gefährlich ist. Das Beste, was wir bekommen können, sind die mehrmals genehmigten Nachrichten auf Social Media. Vielleicht. Das ist etwas, worüber wir uns jetzt weiterhin aufregen können, oder wir akzeptieren einfach, dass wir Teil des Problems sind. Was ARK als Spiel, als Marke, als IP betrifft, ich persönlich habe das Gefühl, dass wir uns gerade in einer Art Identitätskrise befinden. Wir blicken zurück auf das, was ARK war, und wir sehen jetzt, was ASA werden wird, was ARK 2 werden könnte, wenn es denn zu was Eigenem wird. Ich bin da noch nicht so ganz überzeugt. Was ist ARK für mich? ARK hat für mich als normales Survival-Spiel angefangen. Es wurde immer komplexer und entwickelte sich dann mit der Einführung der Event-Skins in ein Game, das Ernsthaftigkeit mit Spaß verband, mit Humor, der in späteren DLCs, Stories und der Lore mit eingeführt wurde. Es wurde zu diesem Spiele-Universum mit Geschichten über Freundschaft, Liebe, Wissenschaft, machthungrigen Bösewichten und letztendlich eine Geschichte über Hoffnung. ARK ist eine Geschichte über die Hoffnung. Die Hoffnung, dass alles besser wird. Und dass Menschen es wert sind, gerettet zu werden. Dass die Welt es wert ist, gerettet zu werden. Ich kann verstehen, warum ASA als Gaming-Plattform eine gute Geschäftsentscheidung sein könnte. Schaut euch Roblox an und wie es gehandhabt wird und wie viel es wert ist. Ich kann sehen, dass der Versuch, ASA in diese Art von Position zu bringen, funktionieren könnte. Das bedeutet allerdings auch, dass es einige Arbeit kosten wird, damit zukünftige Spieler die Schönheit von ARK unter alledem entdecken können. Die Geschichte, die Charaktere und alles das, was ARK einzigartig und besonders gemacht hat. Ich spreche immer darüber, wie wichtig Immersion im Spiel ist. Und ich sehe jetzt ein Risiko, dass wir das verlieren, wenn wir den Weg gehen, den wir jetzt gehen. Wenn ich an Spiele denke, die ich liebe und an die Spiele, die ich meine Lieblingsspiele nennen würde, spreche ich oft darüber, dass die Spiele eine Seele haben. Nicht so sehr eine Botschaft, von der man lernen kann, sondern ein Spiel, das dir das Gefühl gibt, dazuzugehören, wichtig zu sein und ein Teil von etwas Besonderem zu sein. Ich habe die Befürchtung, dass wenn man ARKs Identität aus ASA entfernt, man es unmöglich macht, dem Spieler das Gefühl zu geben, dazuzugehören. Ich weiß, dass diese Punkte wahrscheinlich sehr einzigartig für die PvE-Erfahrung in ARK sind. Ich glaube nicht, dass es für ARK-Spieler wichtig war, dass das PvP in ARK stattfand. Ich glaube, es war nur wichtig, dass es PvP war und dass es einen Konflikt gab. Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand wirklich für die Lore, die Immersion oder die Mechaniken interessiert hat. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass ich vollkommenen Blödsinn erzähle, indem ich das jetzt annehme. Aber alles, was ich von der PvP-Community erlebt habe, war im Grunde genommen, dass ARK nur eine Plattform war, die sie gewählt haben, aber nicht unbedingt bevorzugt haben. Das Gefühl, das ich habe, dass ARK eine Identitätskrise hat oder einige könnten es sogar eine Midlife-Crisis nennen, könnte nur ein Gefühl sein, das wir von außen haben. Vielleicht sind die Pläne darüber, wie die Dinge gemacht werden sollen, bereits gemacht. Und uns fehlen einfach nur die notwendigen Infos, um das Große und Ganze zu sehen. Es kann auch eine Kombination aus Sicherheitsmaßnahmen und Beruhigung der Investoren sein. Ich möchte nicht behaupten, dass es irgendwas von dem ist, aber was auch immer es ist, wir können ja auch nichts anderes tun als warten. Viele von euch wissen, dass ARK-Content seit 2020 mein Vollzeitjob ist. Es ist ein Job, den ich mir ausgesucht habe und ein Job, den ich liebe. Es funktioniert
funktioniert für mich, weil ich mich nicht unbedingt dafür interessiere, viel Kohle anzuhäufen. Ich möchte Content erstellen, der relevant ist. Ich möchte helfen. Ich möchte aufklären. Und mein übergeordneter Lebensplan war es immer, diesen Planeten in einer besseren Verfassung zu hinterlassen, als er war, bevor ich kam. Wir können jetzt natürlich auch die Bedeutung von ARC-Content im Vergleich zu anderen Dingen betrachten und diskutieren. Aber ehrlich gesagt spielt das keine Rolle. In diesen 4 Jahren, oder sogar auch länger, denn ich habe ja schon davor Content gemacht, habe ich viele von euch getroffen. Ich habe mit vielen von euch privat gesprochen. Ihr habt mir die Geschichten eurer ARC-Erfahrungen erzählt. Ihr habt mir erzählt, dass ARC euch durch schwierige Zeiten geholfen hat. Ich habe Paare getroffen, die sich in ARC getroffen haben, jetzt verheiratet sind und Kinder haben. ARC hat das Leben vieler von euch auf die eine oder andere Weise verbessert. Ich war an eurer Seite für Hilfe und Rat. Und selbst wenn es nur darum ging, euch zu erklären, wie ihr einen bestimmten Dino zähmt, oder um euch Spielmechaniken zu erklären. Und das ist es, was für mich wichtig ist. Das ist der Grund, warum ich das hier alles mache. Ihr seht mich nicht oft über Gaming-Drama streiten. Ich stelle manchmal Heuchler bloß, die vorgeben, ihnen sei etwas wichtig und sich dann herumdrehen und genau das Gegenteil machen. Aber ehrlich gesagt, nichts davon ist wirklich wichtig am Ende. Was für mich zählt, das seid ihr. Ihr als Spieler und ihr als Zuschauer. Es ist mir wichtig, dass ihr eure Zeit in ARC genießt. Und wenn ihr aufhört, sie zu genießen, dann wäre ich die letzte Person, die euch sagen würde, dass ihr bleiben solltet. Ich würde euch sagen, schaut euch um, spielt andere Spiele, macht andere Erfahrungen, lernt neue Leute kennen. Das ist in Ordnung, das zu tun. Keiner kann von euch unbedingte Loyalität zu einer Firma verlangen oder zu einem Spiel. Ihr als Person zählt. Und wenn ihr nicht mit dem glücklich seid, was ihr macht, dann solltet ihr es ändern. Und die Zukunft von ARC ist... Nun ja, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, in welche Richtung ASA gehen wird, welche Spiele am Ende des Jahres nach all den Entlassungen, Umstrukturieren und Einschnitten noch da sein werden. Ich hoffe, wir sind immer noch hier und können auf heute, diesen Monat und diesen Moment in der ARC-Geschichte zurückblicken und ein wenig lachen und sagen, erinnert ihr euch noch an 2024? Das war ein seltsames Jahr. Aber egal, wie unsicher die Zeiten jetzt aussehen, wie beängstigend der Zustand der Gaming-Branche und insbesondere der Content-Creator-Branche aussieht, es ist wichtig, dass wir nie vergessen, dass auf allen Seiten immer noch Menschen sind und Worte, die aus Wut gewählt werden, größeren Schaden anrichten können als beabsichtigt. Manchmal ist es besser, ein paar Tage zu warten, seine Fassung zurückzugewinnen und ein Thema ruhen zu lassen, bevor man zurückkommt und seine Meinung äußert. Ich glaube, die meisten von uns wollen das Gleiche, dass ARC erfolgreich ist und dass wir unsere Zeit darin genießen können. Warum also streiten? So oder so, ich werde hier sein. Ich werde meinen ARC-Content für diejenigen machen, die ihn sich anschauen möchten. Für diejenigen, die gerne das Spiel spielen und für diejenigen, die nach Anleitung von einem Creator suchen, dem es etwas daran liegt. Und wenn es das ist, weswegen du hier bist, dann danke ich dir dafür.